mal kochen. Gehen Sie endlich ran. Kommissar Fleming, das sind die Hand von der Spurensicherung, der Amtsarzt. Kommissar Fleming? Richtig. Haben Sie uns verständigt? Ja, ich bin Mutter Letizia, die Äbtissin. Und wer ist die Tote? Schwester Therese. Wer hat sie gefunden? Schwester Maria Benigna. Wann? Kurz nach fünf. Haben Sie eine Erklärung für den Tod? Nein. Hören Sie, Schwester. Mutter Letizia. Mutter? Na gut. Mutter, ich bin zwar ein Freund von knappen Antworten, aber in Ihrem Fall darf es nur wirklich ein Häppchen mehr sein, sonst stehen wir heute Nacht noch hier. Ich bitte um Vergebung. Wir leben in Klausur und beständigem Schweigen. Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Nur Mut. Also, was wollte Mutter Theresa, Schwester Theresa nachts oben auf dem Glockenturm? Ich weiß es nicht. Sie läutet zum Morgengebet vor Sonnenaufgang, aber heute waren wir verwirrt. Sie hat nicht geläutet. Herr Doktor? Die genaue Todeszeit zu bestimmen ist schwer. Irgendwann zwischen 12 und 4, würde ich sagen. Durch den Regen ist die Leiche ungewöhnlich schnell ausgekühlt. Die Todesursache dagegen ist wohl klar Genickbruch. Aber genaues kann Ihnen die Pathologie sagen. Für den Totenschein brauche ich noch den bürgerlichen Namen der Toten. Sigrid Schwind. Was ist das denn? Kennen Sie das? Nein, habe ich nie gesehen. Irgendwelche Fußspuren? Nur ein paar Sandalenabdrücke. Sonst nichts. Mhm. Ja, zum Läuten musste sie ja gar nicht rauf. Was hast du da oben gemacht? Das weiß ich nicht. Haben Sie in letzter Zeit an Schwester Theresa irgendwas Außergewöhnliches bemerkt? Nein. Hatte sie Probleme, Depressionen? Na, Mutter. Wenn sie Sorgen hatte, so hat sie sich Gott im Gebet anvertraut. Wir leben ja in beständigem Schweigen. Wir suchen das Gespräch mit Gott, nicht mit den Menschen. Nur in den Rekreationszeiten, da reden wir manchmal miteinander. Manche Probleme lassen sich vielleicht nicht wegbeten. Würden wir nicht an die Kraft des Gebetes glauben, wären wir wohl kaum hier. Hatte Theresa eine Freundin, vielleicht eine Vertraute unter den Mitschwestern? Die heilige Theresa von Avila sagt, eine Seele, die nicht einsam ist, macht keine Fortschritte. Und so gesehen ist ein Kloster natürlich ein wahnsinnig fortschrittlicher Ort. Ja, da haben Sie recht. Ist alles fest und sicher. Da fällt man nicht aus Versehen runter. Sie meinen, dass jemand sie hinuntergestoßen hat? Oder dass sie gesprungen ist? Niemals. Für einen gläubigen Christen ist Selbstmord eine Todsünde. Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen auszulöschen, auch nicht das eigene. Glauben Sie wirklich, dass Gott die Selbstmörder auch noch mit der Hölle bestraft? Gott verzeiht alles. Aber deswegen kann ich doch nicht alles für erlaubt halten. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Hey, ich kenne ja einige Gefängniszellen, aber die sind luxuriös im Vergleich. Wir leben freiwillig so. Was glauben Sie, fasziniert die Menschen an der Wüste?
Mit dem Glauben ist es wie mit der Wüste. Man liefert sich ihr aus und macht vielleicht eine große Erfahrung. Man kann auch verdursten. Hat sie nichts hinterlassen? Keinen Abschiedsbrief? Petrus im Kahn, dem die Fische entgegenspringen, als wollten sie gefangen werden. Ihr Glaube war so groß. Sie lebte das Leben wie keine andere. Sie hat sich nicht umgebracht. Ach, Grossmann, mein Glückwunsch zu 25 Jahren erfolgreicher Leichenstellerei. Herzlichen Dank. Stoßen Sie mit an, solange noch was da ist. Ja. Auf allzeit volle Kühlfächer. Aber ich bin noch im Dienst. Macht nichts. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie es mit der Nonne eilig haben. Sicher haben Sie als alter Kriminalfuchs den Braten schon gerochen, ha? Dieses. Ach nee. Erst den Einsatz verpennen und dann kurz vor Dienstschluss hier anrauschen. Ihr Privatleben braucht wohl mal wieder Ihre ganze Energie, was? Was soll das denn? Meine Krankmeldung. Die Braut Christi war im dritten Monat schwanger. Was? So, jetzt schauen wir mal. Oh Mann, Frau Koch. Dieses blühende Leben sieht sie aber auch nicht gerade aus. Eher leichenblass, würde der Experte sagen. Bringen wir es hinter uns. Ja, also. Schädelbruch. Außerdem ein paar Innereien zerquetscht. Todesursache war der Genickbruch. Unter den Fingernägeln hat sie Blutpartikel, die nicht von ihr stammen, aber verdammt wenig. Eine genaue Analyse steht noch aus. An den Armen fleckige Hautrötungen. Hat sie möglicherweise eine Allergie? Die Brennnessel wird sie ja nicht gefallen sein. An den Haaren Algenspuren. Algen? Mhm. Ach, übrigens nebenbei bemerkt, am Unterkleid ihres Abis führt ein Stück Stoff etwa so groß, Leinen. Und als einziger Hinweis auf einen Kampf sind die Blutspuren auf ihren Fingernägeln. Hallo, Grossmann, wo bleiben Sie? Ist nicht nötig, feiern Sie mal schön. Gott mit Ihnen, Herr Kommissar. Guten Tag, haben Sie Angst, dass ich beiße oder warum bleiben Sie hinter Gittern? Das ist in einem klausurierten Orden so üblich. Schwester Theresa war schwanger. Wussten Sie das? Wie kann das passiert sein? Eine unbefleckte Empfängnis würde es wohl nicht gewesen sein, oder? Ich wüsste nicht, wie jemals ein Mann in unser Kloster gekommen sein soll. Vielleicht durch die Tür? An Pforten, Schwester Susanna, kommt nicht einmal der liebe Gott ungesehen vorbei. Es gibt doch sicher einen Beichtvater. Pater Dominikus? Der kommt als Vater nicht in Frage. Warum nicht? Er wäre nicht der Erste in seinem Amt. Mir scheint, Sie haben ein sehr persönliches Problem mit der Kirche. Aber da die Schwangerschaft von Schwester Theresa Ihre Selbstmordtheorie bestätigt, müsste der Fall doch für Sie abgeschlossen sein. Soweit ich weiß, ist es nicht strafbar, schwanger zu sein. Für die Polizei nicht. Aber meine Ermittlungen sind trotzdem noch nicht abgeschlossen. Blutpartikel unter den Fingernägeln der Toten lassen den Verdacht auf Fremdverschulden zu. Sie wollen sagen, Mord? Selbstverständlich wird das Kloster jede Aufklärung unterstützen. Es wird Ihnen auch nichts anderes übrig bleiben. Ein Kloster ist schließlich kein rechtsfreier Raum. Sie verwechseln uns mit einer Sekte. Ich muss Einsicht nehmen in Ihre Personalakten. Sowas gibt's doch sicher. Wenn Sie sie mir nicht freiwillig geben, lasse ich sie richterlich beschlagnahmen. Warum drohen Sie mir? Kein einziger Besuch für Theresa, das ganze Jahr über. Das ist nichts Ungewöhnliches. Besuche der Angehörigen finden nur in der Vorweihnachtszeit statt. Ich dachte, die Isolationshaft sei verboten. Herr Kommissar, warum können Sie nicht akzeptieren, dass wir hier aus freiem Willen zu leben? Gut, gut. Hatte sie denn Ausgang, vielleicht Arztbesuche? Nein. Krankheiten? Vielleicht Allergien? Theresa war ganz gesund.
Aber schwanger im vierten Monat. Das konnte ja niemand wissen. Die hier waren in der Reses Matratze versteckt. Ich weiß nicht, woher sie sie hatte. Es ist ja vielleicht bedeutungslos. Mhm. Nur, Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass eine von den Schwestern Theresa umgebracht hat? Nein, nein. Aber in meinem Beruf reicht Glauben eben nicht aus. Warum aber gebiert die Wahrheit Hass? Warum wird ein Mensch, der dir gehört und das Wahre verkündet, ihnen zum Feind? Wo man doch das selige Leben liebt und wo dieses nichts anderes ist als die Freude an der Wahrheit. Kommt das nicht daher, dass die Wahrheit so geliebt wird, dass alle, die etwas anderes lieben, gerne hätten, dies sei die Wahrheit? Und dass sie, weil sie nicht getäuscht werden wollen, sich nicht überführen lassen wollen, dass sie getäuscht worden sind. Um der Sache willen, die sie anstelle der Wahrheit lieben, hassen sie die Wahrheit. Sie lieben das Licht der Wahrheit, aber sie hassen ihre Widerlegungskraft. Wie schön, lieber Herr Kommissar, dass Sie für dieses Gespräch Zeit gefunden haben. Mutter Letizia hat mir als ihrem Vorgesetzten Weihbischof bereits den traurigen Vorfall geschildert. Tja, die Kirche weiß die Segnungen der Pressefreiheit zu würdigen, aber das hier... Die Kirche hat schon mehr überstanden. Seien Sie froh, dass nichts über die Schwangerschaft an die Presse geraten ist. Was können wir tun, um Ihre Ermittlungen zu unterstützen? Mich einfach nur meine Arbeit machen lassen. Ich bin sicher, dass sich die Todesumstände als ein bedauerlicher Unfall herausstellen werden. Ich verstehe, dass Sie das begrüßen würden, aber wenn es Mord war, dann begrüßen die Schwestern doch sicher, dass ich den Mörder ihrer Mitschwester fasse. Nicht wahr, Mutter Letizia? Aber sicher. Gibt es nicht eine Möglichkeit, Ihr Interesse an einer raschen Aufklärung des Falls und unser Interesse nach Diskretion zu verbinden? Wenn zum Beispiel eine weibliche Beamte besuchsweise ins Kloster gehen und sich dort umsehen würde. Ich befürchte, dass das unser Klosterleben nur noch in größere Aufregung versetzen würde. Lieber die Schlagzeilen draußen als die Unruhe drin. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass über einen solchen Todesfall ein Kreuzzug gegen die Kirche angezettelt wird. Die Interessen eines einzelnen Klosters stehen in einem solchen Fall sicher hinter dem Interesse der Kirche zurück. Ich werde es dem Kapitel zur Abstimmung bringen. Ich möchte es nicht alleine entscheiden. Na, hervorragend. Ich habe deine sehr geeignete junge Beamtin, ehemalige Klosterschülerin und sehr aufgeschlossen in Glaubensfragen. Fiat, wohin bist du? Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Die meisten von euch haben sich entschieden, eine Kriminalbeamtin in unserer Mitte aufzunehmen. Hey, Koch! Ich habe ein Abschiedsgeschenk für Sie. Schauen Sie mal. Bibelfest in 24 Stunden. Nach jeder richtigen Antwort tippen Sie ein Kreuzzeichen und schwupp geht's weiter. Ich glaube, dieser Kelch wird an mir vorübergehen. Es gibt neue Befunde aus dem Labor. Die können zwar noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das Blut unter Theresas Fingernägeln vom Kindsvater ist. Aber eins steht fest, es ist männlich. Dann war sie also in der Mordnacht noch mit einem Mann zusammen. Ja. 100-1, dass der Kindsvater der Mörder ist. Und den finden wir nicht im Kloster. Also hat sich meine Mission erledigt. Das wird sich herausstellen. Sie fahren und damit basta. Sie können froh sein, dass Sie auf Staatskosten was für Ihr Seelenheil tun können. Sie hätten das viel nötiger. Aber Männer nehmen Sie nicht auf. Wahre Emanzen. Überhaupt, was tun Sie eigentlich? Ich knöpfe mal diesen Pater Dominikus vor. Thank you.
bitte lächeln. Ein Handy haben Sie ja dabei. Und fallen Sie mir nicht vom Glockenturm. Keine Sorge, und schwanger werde ich hier auch nicht. Und vergeben Sie Ihren Schuldiger. Heinzi oder ihn? Willkommen in unserem Kloster. Ich bin Schwester Maria Benigna. Miriam Koch. Darf ich Ihnen das Gästezimmer zeigen? Unsere ehrwürdige Mutter wird Sie später begrüßen. Sie ist mit den Vorbereitungen für die Beerdigung von Schwester Teresa beschäftigt. Das ist Ihr Zimmer. Bitte. Oh, Gott sei mit Ihnen. Sie sprechen mit dem Anschluss von Heinz Dombrowski. Sie haben leider kein Glück, denn ich bin außer Haus. Wenn Sie aber eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie. Herein. Grüß Gott. Ich bin Mutter Letizia. Miriam Koch. Schön, dass Sie gekommen sind. Wie ich sehe, haben Sie sich schon häuslich eingerichtet. Das ist gut. Ich habe gehört, dass Sie Klosterschülerin waren. Ja, bei den Schwestern vom Sacré-Cœur in Pützchen. Dann wird Ihnen unsere Welt nicht so fremd sein. Hier, ein Geschenk von uns. Oh, danke. Wann kann ich denn mit den Schwestern sprechen? Ich meine, dafür bin ich ja eigentlich hier. Ich denke, in den Rekreationszeiten wird genügend Gelegenheit dafür sein. Mhm. Und wann sind die? Von 12 bis 12.30 Uhr, von 18 bis 19 Uhr. Als Gast unseres Hauses werden Sie sicher unseren Lebensstil respektieren. Die übrige Zeit ist Schweigen. Sollte es nötig sein, dann verständigen wir uns mit Zetteln. Interessant. Und wenn es brennt, darf ich dann Feuer schreien oder muss ich es aufschreiben? Sie werden sehen, man kann das Schweigen auch genießen. Wer in der Welt nicht besteht, der scheitert auch im Kloster. Ich weiß nicht. Für viele ist das doch auch nur eine Flucht vor ihren Problemen. Ich halte das für zu einfach. Glauben Sie das wirklich? Versuchen Sie einmal nur aus der Liebe zu leben. Niemals einen feindseligen, zornigen, rachsüchtigen, gekränkten oder gereizten Gedanken zu haben. Geschweige denn so zu reden oder gar danach zu handeln. Versuchen Sie es. Einen Tag. Und dann reden wir wieder darüber. Himmel, ich glaube kaum, dass mir das zurzeit gelingen wird. Sie sehen aus, als ob Sie Kummer hätten. Diese Art von Kummer können Sie nicht verstehen. Doch. Lassen Sie ihn gehen. Ein Mann muss eine Frau glücklich machen. Sonst braucht sie keinen. Und jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde zur Messe. Soll ich die Schwester Köchin bitten, dass sie Ihnen einen Korkenzieher bringt? Gerne. Herr Rhein? Pater Dominikus? Ja? Kriminalhauptkommissar Fleming, ich ermittle im Mordfall von Schwester Teresa. Das hat der Zeitungsreporter auch gesagt. Darf ich erstmal Ihren Ausweis sehen? Ich werde doch nicht gegen das achte Gebot verstoßen, du sollst nicht lügen. Und Sie doch hoffentlich auch nicht. Wo waren Sie in der Mordnacht zwischen 12 und 6? Ich war im Bett. Gibt es dafür Zeugen? Da ich im Zölibat lebe, wohl kaum. Schwester Teresa war schwanger. Dazu kann ich nichts sagen. Dachte ich mir, das Beichtgeheimnis. Sie hat doch bei Ihnen gebeichtet. Ja. Lieber Pater, Sie sind nun mal der einzige Mann, der mit den Nonnen in Berührung kommt. Daher muss ich Sie aufs Präsidium bitten zu einem Bluttest. Sag mal. Ich beerdige jetzt Schwester Teresa. Glauben Sie im Ernst, ich laufe herum, schwängere Nonnen und schubse sie dann vom Glockenturm? Angst vor einem Skandal. Das ist das einzige Motiv, das ich mir vorstellen kann. Oder warum bringt man sonst so eine hübsche junge Nonne um? Wie soll ich das angestellt haben? Er geht an Camillus Nadelöhr als ein Mann unbemerkt in dieses Kloster. Ah, der Teufel kennt viele Listen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen.
Franz Maria, unsere Sakristei. Und das ist Schwester Elisabeth, unsere Köchin. Schwester Anna, unsere Organistin. Vertraue auf die Hilfe des Herrn. Das ist Schwester Elia. Sie ist im ersten Jahr ihres Noviziats. Miriam Koch, hallo. Ich habe ihr das Leutenamt von Schwester Teresa übertragen. Elia ist von Teresas Tod ja richtig mitgenommen. Waren die beiden Freundinnen? Hier gibt es keine privaten Freundschaften. Sie sagen das so, als sei privat ein Schimpfwort. Die wahre Vereinigung mit Gott ist nicht möglich, wenn man sich Anhänglichkeiten an irgendein Geschöpf bewahrt oder an Gewohnheiten, Tätigkeiten. Unser Herz soll allein an Gott hängen. Hört sich ziemlich hart an. Bei mir als Novizenmeisterin sollen die Mädchen sich schließlich klar werden, ob sie berufen sind. Und Teresa? War sie berufen? Teresa war etwas Besonderes. In jeder Hinsicht vorbildlich. Selbstlos, gehorsam und demütig. War sie so etwas wie ihre Lieblingsschülerin? So etwas darf es bei uns nicht geben. Und sie war immer so vorbildlich? Nur einmal nicht. Sie hat darum gebeten, vom Leutenamt entbunden zu werden. Ich habe ihrem Wunsch aber nicht entsprochen. Und wann war das? Das ist schon eine Weile her. Im Mai. Könnte hinkommen. So spricht Jesus Christus, der Herr. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Amen. Versuch zu schlafen. Lieber Heinzi, seit der Trennung von dir, das klingt so ekelhaft endgültig. Lieber Heinzi, ich habe noch mal über alles nachgedacht, was du gesagt hast. Bin ich denn völlig blöde? Dieser Kerl bildet sich noch ein, seine dummen Sprüche. Der braunt mich im Kopf um. Lieber Heinzi, vielleicht bist du ja inzwischen zur Vernunft gekommen. Da liest er doch nicht mehr weiter. Tu du doch was. Thank you.
denn der Quatsch? Willst du dich umbringen oder was? Komm, beruhig dich. Es ist alles in Ordnung. Also, was ist passiert? Du warst doch diejenige, die so geschrien hat, oder? Du warst nicht allein, stimmt's? Jetzt leg doch mal dein Schweigegelübde ab und sag mir, wen du gesehen hast. Hey, für wen schweigst du? Für Jesus, mein Bräutigam. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Alles für diese Männer und wenn sie 2000 Jahre tot sind. Entschuldigung, ich müsste Sie dringend sprechen. Mhm. Hören Sie, hier geistert ein Mann durchs Kloster. Vielleicht sogar der Mörder. Und Elia hat ihn gesehen und er sie wahrscheinlich auch. Das kann gefährlich für Sie werden. Ich glaube nämlich, dass Elia den Mord beobachtet hat. Ich dachte, in Ihrem Beruf ist Glauben nicht genug. Ich weiß, dass kein Unbefugter unsere Abtei betreten kann. Und ich weiß, dass man von keiner Zelle aus den Turm überhaupt sieht. Ah ja? Mhm. Und was ist mit dieser dort? Das ist doch Ihre Zelle. Ich meine nicht die, ich meine die daneben. Da brannte gestern Nacht Licht. Das ist die Krankenstation und die ist leer. 10-1, dass der Mann durch die Kirche gekommen ist. Mhm. Die Chorschranke wäre höchstens mit einer Bergsteigerausrüstung zu überwinden und die Tür innen ist immer verschlossen. Es gibt nur einen einzigen Schlüssel. Und den habe ich. Das ist der einzige. Keine Serienanfertigung. Was ist? Kommen Sie? Ja, sofort! Na, ganz allein? Ach so, ich vergaß. Er ist ja immer bei dir. Ich bin sein Geschöpf. So wie alles hier. Warum bist du eigentlich ins Kloster gegangen? Ich meine, so ein hübsches Mädchen wie du hätte doch bestimmt einen Mann gefunden. Sicher. Aber ich liebe Gott. So etwas fühlt man. Können Sie sich immer aussuchen, in wen Sie sich verlieben? Danke. Hör mal, was ist gestern Nacht passiert? Was hast du da am Teich gemacht? Hat das Theresa auch getan? Wenn ich den Atem anhalte, dann bete ich. Im Rhythmus meines Herzklopfens.
Ich bewache mein Herz. Wovor hast du Angst? Es passiert dir doch nichts. Der Dämon. Es gibt keinen Dämon. Natürlich gibt es ihn. In der Abtei? Nein, dort nicht. Das Muster der Bodenfliesen verwirrt die Dämonen. Deshalb können sie uns nicht folgen. In der Nacht, als Theresa starb, hast du da auch den Dämon gesehen? War er da bei ihr? Hat sich Theresa dir anvertraut? Sie war eine Heilige, glauben Sie mir. Sie wollte sein wie ein Fisch. Wie eine lebendige Speise, die von Gott verzehrt wird. Wie ein Fisch schwamm sie in der Flut Gottes. Theresa tritt unbefleckt vor Gottes Thron. Wenn du dich da mal nicht täuschst. Hey, was soll der Unsinn? Aua, loslassen! Mann, Mädchen, du brauchst einen verdammten guten Schutzengel. Ach, hier sind sie. Unsere ehrwürdige Mutter hat sie doch sicher darauf hingewiesen, dass wir während unserer Arbeit zum Schweigen angehalten sind. Schwester Elie hat sich beim Rosenschneiden verletzt. Wenn es nach mir ginge, dürften Sie nicht im Garten arbeiten, Schwester Elia. Qui dolet meminit. Ich habe Latein bei der Essengelegenheit abgewählt. Wer Schmerzen erleidet, wird seiner selbst gewahr. An der Pforte wartet Besuch auf Sie, Frau Koch. Chef? Na, Koch, haben Sie denn allen fleischlichen Gelüsten entsagt? Oh. Hm? Halleluja, meine Gebete sind erhört worden. Na, wie ist es? Lecker. Ach so, spannend. Nur ans Essen könnte ich mich nicht gewöhnen. Ja, haben Sie auch was rausgefunden? Ich bin nämlich wieder am Anfang. Heute Morgen war Pater Dominikus beim Bluttest. Fehlanzeige, er ist nicht der Vater des Kindes. Hm. Kein Mann weit und breit. Wenn es so weitergeht, glaube ich selber noch einen Heiligen Geist hier. Nicht doch. Es war Besuch heute Nacht im Kloster. Ein Mann aus Fleisch und Blut. Was sagen Sie dazu? Wer? Heinzi. Frau Koch, Sie können doch wirklich Quatsch, nicht... Quatsch, der doch nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Er war oben auf dem Glockenturm und hat die Novizin, die zu diesem komischen Nachtgebet läute, zu Tode erschreckt. Und dann ist er abgehauen, ruckzuck durch die Abteikirche. Der muss einen Schlüssel haben, auch wenn die Äbtissin behauptet, es gäbe keinen zweiten. Hey, was ist das denn? Hat die Novizin ihn erkannt? Ich meine, könnte sie ihn beschreiben? Elia? Quatsch, Elia doch nicht. Die ist nicht ganz von dieser Welt. Außerdem hat sie Angst. Vor wem? Keine Ahnung. Aber... ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Oben auf dem Glockenturm in der Regenrinne liegt ein Rosenkranz. Und zwar genau unterhalb der Stelle, von wo aus Theresa runtergestürzt ist. Den hat die Spurensicherung übersehen. Vielleicht hat ihn Theresa verloren beim Kampf mit ihrem Mörder. Sie hatte ihren in der Hand. Von wem ist er dann? Vielleicht vom Mörder. Oder von einer Mörderin. Die Blutpartikel unter den Fingernägeln der Toten sind eindeutig von einem Mann. Vielleicht liegt der Rosenkranz seit der Reformationszeit in der Dachrinne. Nee, eben nicht. Er liegt auf frischem Laub. Können Sie ihn rausholen? Na, wunderbar. Sie haben doch immer einen Regenschirm dabei, oder? Mhm. Ja. Aber fahren Sie mir nicht runter dabei. Keine Angst, ich stutze ihn ja lieber ab. Ich möchte gern, dass wir mal diesen Schlüsseldienst unter die Lupe nehmen. Mhm. Fleming, Kriminalpolizei. Können Sie uns mal sagen, was Sie da machen? Die Firma Fürst handelt in meinem Auftrag. Warum lassen Sie denn das Schloss austauschen? Ich denke, außer Ihnen hat angeblich niemand einen Schlüssel. Also da stecken dann die Schlüssel, ne? Danke, schicken Sie bitte die Rechnung. Ist gut. Schönen Tag noch. Oder ist noch was? Nein, nein. Ich teile Ihre Ansicht. Irgendwie muss der Mann ja hereingekommen sein. Und sicher ist sicher. Was erstaunt Sie? Sie selbst haben mir vorgeworfen, dass ich mich nicht genügend um die Sicherheit der Schwester bemühe. Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Nichts, was uns weiterbringt. Kann ich vielleicht den alten Schlüssel mal sehen? Den trage ich jetzt bei mir, seitdem ich Äbtissin bin. Und Ihre Vorgängerin? Mutter Quieta? Ich wüsste nicht, warum sie ihn hier herausgegeben haben sollte. Sagen Sie, ist hier irgendwann restauriert worden? Ja, das Chorgestell. Aber das ist mindestens 10 Jahre her.
Noch bevor ich mein Amt hier angetreten habe. Wissen Sie von wem? Ein Restaurator aus der Gegend, aber ich kann für Sie nachsehen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, es hat bereits zu sechs geläutet. Kann ich den behalten? Aber ja. Kommen Sie, Frau Koch. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, bringe ich ihn wieder zurück. Erwarten Sie Niederschläge? Bitte? Ach so, ja, man kann ja nie wissen. Gott beschütze Sie, Herr Kommissar. Sagen Sie, war da ein Hauch von Ironie in Ihrer Stimme? Nein. Kopf hoch, Koch. So schlimm ist es hier gar nicht ohne euch Männer. Aber Sie werden ja nicht für immer da drin bleiben wollen? Für das Pudergold musste reichlich Bindemittel nehmen. So etwa 2:1. Ja, das hält sonst so schlecht auf der Lasur. Herr Wollersheim? Ich persönlich. Fleming, Kripo Düsseldorf. Womit kann ich dienen? Gabriel! Wollen Sie sich die etwa verjolten lassen? Hey Gabriel, was ist los? Wilfried ist doch heute dran. Ja, fahr schon ohne mich. Ich hab hier noch zu tun. Kennen Sie die Abtei Heiligblut? Und ab. Vor allem den Holzwurm in Kojestühl. Aber der hat durch mich sein Leben ausgehauen. Sicher haben Sie davon gehört, dass da eine Nonne verunglückt ist. Ja, da soll ich so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein. Wie kommen Sie darauf? Gerüchte sind die Rauffahne der Wahrheit. Außerdem über das Kloster wird seit jeher gern getratscht. So, und jetzt wollen Sie wissen, ob ich in dieser tragischen Nacht traf, die mein Bett gelegen habe. Ja. Glauben Sie mir, ich trachte nur Holzwürmer nach dem Leben. Wie wär's mit dem Schnäpschen? Nein, danke, ich muss noch zurück nach Düsseldorf. Mich interessiert eigentlich nur, ob Sie einen Schlüssel zum Nonnenchor haben. Ach du gute Güte, von diesem Heiligtum? Da kennen Sie aber Mutter Quieta schlecht. Was ist das denn? Das war damals die Äbtissin. Ein richtiger Cerberus war das. Man bekommt eher den Himmelsschlüssel von Petrus persönlich. Meine Güte, wenn es nach Mutter Quieta gegangen wäre, dann hätte ich die Kirche restauriert, ohne sie zu betreten. Nur für den Ein- und Ausbau des Kojestühls hat sie mir den Schlüssel gegeben. Not gedrungen. Haben Sie das denn alles alleine gemacht? Sind die schwarzen Egger? Nee. Ich hatte zwei Lehrlinge. Arbeitet von denen heute noch einer bei Ihnen? Nur der Martin. Der macht den Buchenrot. Das ist mein Geselle. Leider hat er schon Feierabend. Aber den können Sie vergessen. Der ist inzwischen grundsolide mit Frau und Kind. Der geistert nicht mehr in Klöstern rum. Hatten Sie denn seither noch mal in der Abtei zu tun? Hin und wieder Kleinigkeiten in der Sakristei. Aber das hing vom Pater Dominikus aus. Hey, hören Sie mal. Hallo. Hey. Ich habe eigentlich schon zu. Der Martin Butenroth, der meinte, ich soll mich mal... Komm, mach wieder. Gleich kommt der Fortuna gegen der FC. Sie können doch Schlüssel schmieden. Ohne Rohling, oder? Stimmt. Wird aber selten verlangt. Den Martin habe ich mal vor Ewigkeiten eingemacht, nach einem Wachsabdruck. Aber das Original wäre mir schon lieber. Zeig ihn her. Hey, den kenne ich doch. Das ist doch der gleiche. Von dem Martin. Ah ja, dann habe ich bei Martin den verwechselt. Ich komme die Tage noch mal vorbei. Ist gut. Restauration Wollersheim? Ja, hier ist nochmal Fleming von der Kripo. Ich möchte, dass Ihre Lehrlinge und der Geselle morgen früh um 7:30 vor der Abteikirche sind. Ja, ich will's ausrichten. Danke, das war's. Blöde Nuss über die
Morgen, Herr. Kripo Düsseldorf, Hauptkommissar Fleming. Martin Buchenroth. Mhm. Wilfried Richter. Aha. Oliver Hötzel. Oliver. Gabriel Engelhardt. Hören Sie, Herr Kommissar. Wir haben schon mal gesehen. Ja? Ich weiß wirklich nicht, was Sie von uns wollen. Nur eine kleine Ortsbegehung. Ich habe da ein paar Fragen wegen der Innenausstattung. Hm? Wir warten besser, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Dann warten wir doch zusammen, drin. Alle? Der Martin, der kennt sich hier eigentlich am besten aus. Alle. Kommen Sie. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Waren ja nicht gerade begeistert von Ihrem Anblick. Also, ich höre. Ich weiß nicht, was das ganze Theater soll, Herr Kommissar. Was wollen Sie eigentlich von uns? Kennen Sie den? Kann sein. Soll Ihrem Gedächtnis der Schlosser ein bisschen auf die Sprünge helfen, der Herr Ertel? Ach, das war doch nur ein dummer Jungenstreich, damals, als ich als Lehrling hier war. Wir fanden das ganz abenteuerlich, einen Nachschlüssel zu haben. Die haben uns schon irgendwie fasziniert, die Nonnen. Aber benutzt haben wir den nicht ein einziges Mal. Ehrlich. Außerdem ist das doch mindestens 10 Jahre her. Wo befindet sich der Nachschlüssel jetzt? Keine Ahnung. Der fliegt wahrscheinlich irgendwo in der Werkstatt rum in dem ganzen Chaos. Hören Sie mal, Sie wollen mir doch nicht was wegen der toten Nonne anhängen. Ich war an dem Abend zu Hause. Fragen Sie meine Frau, ich... Haben Sie den Jungs von dem Nachschlüssel erzählt? Ja, kann schon sein, dass ich ein paar Storys aus meiner Lehrlingszeit erzählt habe. Sie kennen das doch. Man gibt so ein bisschen an, was für ein toller Hecht man war. Wo wart ihr in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober? Das war die Nacht, wo das wahnsinnige Gewitter war. Jungs, ich kann auch anders. Vorladung, Hausdurchsuchung. Ich war mit Wilfried in der Disco, drüben in Wermelstal. Wie lange? Wir waren mit dem Moped da. Weil es so nach Gewitter aussah, haben wir beim Kumpel gepennt. Alex heißt er. Alexander Würst. Seine Eltern können das auch bezeugen. Und du? Warst du auch dabei? Nee, ich war in der Werkstatt, weil einer von uns muss ja immer da bleiben. Alleine? Na, dann sollten wir beiden uns mal ein bisschen intensiver unterhalten. Komm, steig ein. Weißt du, ich habe manchmal gar keinen einfachen Job. Es ist schwer, jemand einen Mord nachzuweisen. Es sei denn, es gibt einen Zeugen. Vaterschaft dagegen ist ganz einfach. Überhaupt kein Problem. Da gibt es kein Vertun, nur ein kleiner Bluttest. Vaterschaft? Mit Theresa war schwanger. Und es ist anzunehmen, dass der Kindsvater etwas mit dem Tod zu tun hat, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Junge, ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du was weißt, dann sag es jetzt. In der Werkstatt liegt der einzige Nachschlüssel für die Chorschranke und du bist der Einzige, der kein Alibi hat. Den Bluttest machen wir auf jeden Fall. Ich bin kein Mörder. Ja, dann sag jetzt, was du weißt.
Wenn der Bluttest positiv ausfällt, dann zerreiß ich dich in der Luft, das schwöre ich dir. Also, hast du Theresa geschwängert? Hast du mit ihr geschlafen? Anfang Mai, ne? Was war da? Wie ist es passiert? Ich habe sie im Januar zum ersten Mal gesehen. Wir haben da den Evangelisten Lukas abgehängt wegen Holzfäule. Ich habe sie singen hören und, naja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich habe mich sofort in sie verliebt. Sie war so, ich bin dann öfter hin in die Messe und so und, naja, weil sie geläutet hat, war sie ja immer als Erste da. Und dann hast du sie angesprochen? Nein. Wir haben nie ein Wort miteinander geredet, aber, sie hat mich angeschaut. Aber davon wird man doch nicht schwanger. Am 1. Mai, sie wissen ja die Besäufnisse und Maibäume werden geschlagen und eine Frau vor die Tür gestellt. Und naja, ich bin mit Oliver Wilfried und einem Kasten Alt im Wermelstaler Forst. Und naja, wie das ist, sie hatten tierisch einsitzen, haben Witze gerissen über die Frauen in der Gegend und dass im Kloster sicher die tollsten Bräute sind und so ein Scheiß halt. Wir kannten ja die Storys von Martin und den Nachschlüsseln. Naja, dann haben wir Maibäume geschlagen und meine Kumpels sind zu ihren Mädels und haben mich noch aufgezogen wegen meiner Enthaltsamkeit und da hatte ich auf einmal die Idee, dass ich Theresa sehen könnte und naja, ich wusste, dass dann nachts die Glocken läuten und dass sie das sein muss und ja, es war schon fast morgen, als ich hin bin und ich bin mit dem Schlüssel durch die Kirche rein und suche da so rum im Dunkeln. Auf einmal läutet es vom Turm und ich gehe hin und plötzlich steht Theresa vor mir und sagt keinen Ton und steht nur so da und hat Angst, weil es war auch total dunkel. Und naja, dann hat sie mich erkannt und ich hab nur blöd rumgestottert und mich entschuldigt. Und ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie mir raushilft und sie hat mich einfach nur an der Hand genommen und ja, im Dunkeln, ohne ein Wort und ich gehe so neben ihr her und ich weiß auch nicht warum, auf einmal habe ich sie geküsst und sie hat sich nicht gewehrt und ich habe weitergemacht und ich habe mir irgendwie in meinem Suff eingebildet, dass sie das Spaß macht. Alles klar. Und dann? Ich bin einfach nur abgehauen. Ich hatte ein verdammt schlechtes Gewissen. Und als ich wieder nüchtern war, da ist mir aber erst mal klar geworden, was ich da angestellt habe. Muss ich jetzt in den Knast? Theresa hat dich nicht angezeigt wegen Vergewaltigung. Jetzt ist sie tot. Glauben Sie mir, ich habe sie nicht umgebracht. Ich habe mich nie wieder reingetraut. Nie wieder. Wenn du es nicht warst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen wegen des Bluttests. Also los, ich habe noch was anderes zu tun. Darf ich das behalten? Ja. Weil sie hat mir was bedeutet. Es war was ganz Besonderes mit ihr. Halt dich zur Verfügung. Komm nicht auf die Idee zu fliehen, das wäre wie ein Geständnis. Kapiert? Des Weiteren meldest du dich täglich auf der Polizeiwache in Wermelstal. Die Kollegen kriegen Bescheid. Alles klar? Sagen Sie, haben Sie die Haare neu? Frau Skibowski, das steht Ihnen aber wirklich gut. Na, nur sülzen Sie mal nicht so rum. Sagen Sie lieber gleich, wenn Sie was brauchen. Labobefund von der Nonne. Stimmt's? Stimmt. Die weitergehenden Tests sind angesetzt. Das dauert nun mal, Fleming, das kennen Sie doch. Ja, aber ich muss wissen, ob die Blutpartikel unter den Fingernägeln zum Kindsvater gehören. Männlich allein, das reicht nun mal nicht. Sie sind ja schließlich nicht der Einzige. So eine Genanalyse, die braucht Zeit. Die hatten Sie doch. Ich? Ich habe ja nicht mal Zeit, zum Friseur zu gehen. Ilia?
Ja, bist du da? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich wollte mit Elia sprechen. Vermuten Sie sie in der Matratze? Wo ist sie? Die Belastungen der letzten Tage waren zu viel für sie. Sie hat Fieber. Sie braucht Ruhe. Ich will sofort mit ihr reden. Liebe Frau Koch, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie als Gast zu uns gekommen sind? Jetzt überschreiten Sie Ihre Kompetenzen. Sie haben keinen richterlichen Hausdurchsuchungsbefehl und Schwester Elia ist zu keiner Vernehmung geladen. Sie wissen aber, dass ich das ohne weiteres fahren lassen kann. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Sie machen Ihre Arbeit und Sie lassen mir die meine. Aber ich muss Sie bitten, das Kloster morgen früh zu verlassen. Na schön, aber ich komme wieder, darauf können Sie sich verlassen. Ich bin mir nämlich sicher, dass hier etwas verschwiegen wird. Hier wird geschwiegen, Frau Koch. Das ist etwas ganz anderes. Sie kennen die Stille nicht. Ich bin hier nicht in Exerzitien. Ich bin hier, um einen Mord aufzuklären. Was ist überhaupt mit dem Fenster von Elia passiert? Ein Vogel. Na, das muss ja mindestens der Klapperstorch gewesen sein. Hallo, Chef, ich bin's. Quatsch. Weder abgestürzt noch sonst was. Aber stellen Sie sich vor, der Rosenkranz war weg. Irgendwer muss mir zuvor gekommen sein. Ja, und ohne richterliche Vollmacht komme ich ja auch nicht weiter. Meine Mission ist fürs Erste beendet. Holen Sie mich ab? Um 10? Na schön. Sagen Sie mal, was war das eigentlich heute Morgen in der Kirche für ein Auftritt mit den 4 Jungs? Aha. Chef, bis morgen. Emergency. Schauen Sie im Zimmer unserer ehrwürdigen Mutter. Tja, ich kann ja nicht ewig bleiben. Als Spätberufene vielleicht. Ich hätte gerne ein Andenken von euch. Könntet ihr in dem Gebetbuch unterschreiben? Aber sicher. War denn Ihr Besuch bei uns aufschlussreich für Sie? Ja, ich denke schon. Aber über den Stand der Ermittlung kann ich natürlich im Moment noch nichts sagen. Das Leben, das Sie führen, ist bestimmt sehr aufregend. Was werden Sie nach Ihrer Rückkehr machen? Na, da erwartet Sie doch sicher schon sehnsüchtig Ihr Verlobter, nicht wahr? Nein, ich habe den richtigen noch nicht gefunden. Außerdem, die Männer draußen sind nicht so treu wie euer himmlischer Bräutigam. Oh, sagen Sie das nicht. Wir haben auch manchmal richtigen Liebeskummer. Aber wenigstens seid ihr euch sicher, dass er der Richtige ist. Sind dann alle da zum Unterschreiben? Es sind alle da, nur Schwester Elia nicht. Sie ist auf der Krankenstation. Ich glaube, Schwester Maria Benigna ist bei ihr. Ave? Benedicite. Deus. Schwester Elia. Okay, sprich böse. Was ist mit dir? Ist doch Angst unter meinem Dach. Sprich nur ein Wort. Und meine Seele wird gesund. Thank you.
Glockenturm sieht man nur von hier. Von der Krankenstation. Sie verschweigen mir etwas, oder? Ich soll Ihnen ausrichten, dass unsere ehrwürdige Mutter sich leider nicht persönlich von Ihnen verabschieden kann. Aha. Na, typisch. Er ist noch nicht da. Hier, wollen Sie auch ein? Keine Angst, keine Bestechung. Ich will ja raus und nicht rein. Vergelt's Gott. Meine liebe Frau Koch, Sie verlassen uns schon? Haben Sie sich verkühlt? Sie sollten sich abhärten. Sie waren gestern Nacht auf der Krankenstation, stimmt's? Dort bin ich oft. Ich war gelernte Krankenschwester, bevor ich in den Orden eintrat. Und wie geht's Elia? Unsere ehrwürdige Mutter wacht persönlich über Sie. Aha, ich glaube, mein Chef ist da. Ja. Na, Schwester Koch? Sie sehen ja prächtig aus. Ausgeschlafen, nüchtern, ja, und irgendwie abgeklärt. Ob Sie es glauben oder nicht, das Klosterleben hat was. Oh, oh nein! Ja. Die sind ja süß. Ist ja herrlich. Geben Sie es zu, es ist doch ganz schön langweilig ohne uns Männer. Hm? Also, das finde ich ja toll. Tausend Dank. Aber langweilig nicht die Bohne. Was meinen Sie, was ich alles erlebt habe? Fackeln, Steine, Brennnesseln, heimliche Briefe? Wären Sie mir sehr böse, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der ganze Klostertrip umsonst war? Hm? Unser Fall ist abgeschlossen. So gut wie. Abgeschlossen? Sie machen wohl einen Witz? Nein, nein. Ich komme gerade vom Labor. Die können endlich mit Sicherheit nachweisen, dass die Blutspuren unter Theresas Fingernägeln die vom Kindsvater sind. Hm. Und den Kindsvater habe ich auch. Mit Gabriel Engelhardt. Wie haben Sie denn den aufgestöbert? Eine kriminalistische Meisterleistung. Erzähle ich Ihnen später, aber jetzt müssen wir ihn erstmal verhaften. Hat er denn den Schlüssel gehabt oder nicht? Ja, hat er. Und woher? Er ist Lehrling hier beim Restaurator in der Gegend. Mhm. Daher weht der Wind. Hat er gestanden? Ja. Aber nur die Vaterschaft. Ja, und den Mord? Nein, nix. Mhm. Er behauptet, Theresa nicht mehr gesehen zu haben seit damals. Aber jetzt werde ich ihm diesen Bluttest um die Nase hauen, dass ihm hören und sehen vergeht. Ihr Mistviecher, lasst uns endlich... Chef. Hm? Haben Sie schon mal versucht, nichts Negatives zu denken oder zu tun? Nur einen ganzen Tag lang. Das ist doch hoffentlich nicht ansteckend. Sie sind doch immun. Wo ist Gabriel? Du hast mich angelogen. Der Bluttest ist positiv. Wir müssen dich leider mitnehmen. Ja, okay, ich war da in der Nacht, aber ich habe mich nur nicht getraut, Ihnen das zu sagen, weil ich dachte, Sie glauben mir nicht, dass ich es nicht war, aber ich war es wirklich nicht. Du hast nicht damit gerechnet, dass wir dir das nachweisen können und darum hast du geschrieben. Nein, ich habe Scheiße gebaut, ja, aber ich bin kein Mörder. Ich hatte jede Nacht ein total schlechtes Gewissen, immer wenn ich die Glocke gehört habe oben von der Abtei und dann habe ich gedacht, das ist sie jetzt und... Dann bist du wieder hin. Ja, aber erst im September.
Ich habe nachts vom Glockenturm drauf gewartet, dass sie kommt. So wie damals. Ich habe ihr ein paar Blumen mitgebracht, damit sie sich nicht fürchtet und ein kleines Geschenk. Kleine Holztierchen. Ja, ein Vogel. Ich habe mich bei ihr entschuldigt und gefragt, ob alles okay ist. Und in der Mordnacht, als sie dir sagte, dass sie schwanger ist, da hast du die Nerven verloren und sie runtergestoßen. Nein, sie hat doch nie mit mir geredet, deswegen konnte ich doch gar nicht wissen, dass sie schwanger ist. Sonst hätte ich sie doch da rausgeholt. Ich habe sie geliebt. Ich schwöre Ihnen, ich habe sie nie wieder angefasst. Ich habe nur da gesessen und habe geschnitzt und wir haben uns angeschaut. Du warst 6-mal da, 6 kleine Tiere. Du hast sie in der Mordnacht nochmal angefasst. Es ist dein Blut unter ihren Fingernägeln. Ich habe mich geschnitten beim Schnitzen und sie hat mich verbunden. Sie hat ein Stück von ihrem Rock abgerissen und hat mich verbunden. Und dann? Dann musste ich gehen, weil ein Gewitter kam und die Figuren noch vor der Werkstatt standen. Wie, du warst vor dem Gewitter wieder hier? Ja. Die Streife ist da. Wir kommen! Also. So, die bringen dich jetzt nach Hause, da kannst du ein paar Sachen einpacken für die Untersuchungshaft. Wir sehen uns dann auf dem Präsidium. Da wird deine Aussage aufgenommen, dann wirst du erkennungsdienstlich behandelt. Naja, dann kannst du auch einen Anwalt anrufen. Sie glauben mir nicht, oder? Tja, ich weiß nicht. Wer einmal lügt. Sag mal, warum bist du eigentlich ins Kloster nochmal zurückgekommen, neulich nachts? Das warst doch du. Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass eine Nonne verunglückt ist und ich hatte Angst, dass sie es ist. Ja, aber ihr Name stand doch in der Zeitung. Den kannte ich doch da noch gar nicht. Ich hatte Angst, dass sie tot ist, dass sie sich was angetan hat. Und darum bin ich hin und... Ja, aber Theresa kam nicht. Sondern Elia. Ich glaube, sie hat sich umgebracht und ich bin schuld. Erst zieh ihm nach Hause, dann aufs Revier. Herr Kommissar, glauben Sie einem alten Mann? Er war es nicht. Er ist ein großer Junge. Ein übermütiger manchmal. Aber er hat ein sanftes Gemüt. Es spricht so verdammt viel gegen ihn. Er sagt, er war in der Mordnacht noch mal hier vor dem Gewitter. Können Sie das bezeugen? Ja. Und alle meine Heiligen. Sehen Sie, wir haben sie an diesem Nachmittag lasiert. Sie standen noch zum Trocknen draußen. Alle waren gegangen. Nur Gabriel. Der ist hier geblieben. Aha. Es sah nach Regen aus. Dafür haben wir in der Werkstatt ein Bett stehen. Die Figuren, die wären doch alle hingewesen, wenn sie nach Regen gekommen wären. Wissen Sie, ich habe eine Lasur entwickelt. Eine ganz besonders haltbare. Die bindet am besten im Freien. Deswegen haben wir uns die Arbeit gemacht mit dem Raustragen. Allerdings, es dauert 8 Stunden, bis ausgeachtet ist. Und Sie haben gesehen, wie Gabriel die Figuren vor dem Gewitter reingeschafft hat? Ja, um 4 Uhr. Hat mich ein Höllendonner geweckt. Ich bin gleich zum Fenster wegen meiner Heiligen. Und da habe ich Gabriel gesehen, wie er die Figuren reingeschleppt hat. Ich habe gedacht, Mensch, Junge, beeil dich. Du bist verdammt spät dran. Ja, bei der Letzten, da kam der Regen. Und das mit den Heiligen, das würden Sie auch bezeugen? Das würden so ja die Heiligen selbst bezeugen. Na prima. Herr Kommissar, hilft ihm das? Vielleicht. Aber er hat nun mal kein Alibi zwischen 12 und 4. Die Unschuld hat im Himmel einen Freund. Schiller. Tja, aber der verschafft ihm kein Alibi hier auf Erden. Chef, für Sie mag der Fall ja geklärt sein. Für mich ist er das noch lange nicht. Ich glaube nämlich dem Jungen die Geschichte. Auch wenn er verdammt schlechte Karten hat. Er hat sie geliebt, Herrgott. Eine Frau spürt sowas. Theresa hat das auch gespürt. Warum hat sie nicht verpfiffen, sondern seine Tierchen gehütet wie einen kostbaren Schatz? Eine richtige Romanze, was? Spotten Sie nicht immer über alles. Ja, okay, ich weiß, was Sie denken. Wunschdenken. Dann halt ganz logisch. Er hat wirklich nicht gewusst, dass sie tot ist. Wenn er der Mörder wäre, dann wäre er nicht nach der Tat nochmals ins Kloster geschlichen. Ich gebe zu, was er sagt, passt. Zum Beispiel, dass er sich geschnitten hat. Erinnern Sie sich, aus dem Haarbett von Schwester Theresa fehlte ein Stück Stoff. Er war in der Mordnacht da, aber das hat er verschwiegen. Und er hat versucht zu fliehen, das spricht nicht gerade für ihn. Und ich sag Ihnen was, er war nicht der Einzige in jener Mordnacht dort oben auf dem Turm. Das ist nämlich der Rosenkranz, der in der Dachrinne lag. Wem auch immer dieses Ding gehört, sie ist in jener Nacht auch dort oben gewesen. Der war doch weg. Ja, war er auch.
Und wissen Sie, wo ich ihn gefunden habe? Im Schreibtisch der Äbtissin. Und warum kraxelt die gute Mutter Letizia aufs Dach und fischt ihn da raus? Der muss wichtig sein. Sehen Sie, er ist aus Frauenhaar geflochten. Eine Heidenarbeit macht sich heutzutage kein Mensch mehr. Und das hier sind Haare von der Äbtissin. Wie haben Sie denn die beschafft? Im Schlaf ausgerupft? Kriminalistische Meisterleistung. Und beides geht jetzt ab ins Labor. Und woher wussten Sie, dass der Rosenkranz im Schreibtisch der Äbtissin ist? Das hat mir jemand gesteckt. Hier. Wissen Sie, wessen Schrift das ist? Ja. Keine ist identisch und es fehlen nur zwei Unterschriften. Die von Elia und die von Maria Benigna. Elia hat das Gartenamt inne und ist nachts öfters heimlich draußen. Von dort aus kann sie den Glockenturm sehen. Maria Benigna arbeitet oft auf der Krankenstation und kann auch den Glockenturm sehen. Beide müssen was wissen und keiner redet. Warum? Weil Nonnen ihre Äbtissin gehorsam schulden. Ist doch möglich. Und wissen Sie noch was? Die Äbtissin hortet Medikamente. Richtig rezeptpflichtige Hämmer. Mann, oh Mann, Koch, Sie haben ja richtig was gelernt bei mir. Also wenn ich Ihren Indizienschwall richtig verstehe, dann glauben Sie, die Äbtissin war es. Hm? Sie können es nicht wirklich beweisen. Hm. Kopf hoch. Ich werde Ihre Fortbildung trotzdem befürworten. Frau Skibowski, ich habe hier was für Sie. Und das Ganze soll natürlich wieder ganz schnell gehen. Was soll denn das vorstellen? Haare. Naja, so viel verstehe ich auch davon. Ah ja. Du solltest im Bett bleiben, Kind. Man sagt, das Licht ist die Speise der Toten. Und Theresa braucht doch meine Stärkung. Dein Licht wird dir nicht den Weg aus der Finsternis weisen. Sie war die reinste Seele. Hat sie nicht eine Todsünde begangen? Hat sie nicht Hand an sich gelegt? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Atosyl und Rupinol? Ja. Und Saroten? Aha. Und zuletzt noch Milliril. Mhm. Ja, nein, das wär's. Danke, Grossmann. Ja, mach ich. Bis dann. Ciao. Tja, alles schwere Psychopharmaka. Beta-Blocker, Beruhigungspillen, Schlaftabletten. Die Dinger werden bei verschiedenen Krankheitsbildern verschrieben. Mehr konnte Grossmann zu der Liste auch nicht sagen. Mensch. Umbringen wird sie sich ja nicht wollen, unsere Äbtissin. So eine Todsünde begeht die nicht. Wer weiß, was die für Sünden begeht, um ihr Kloster zu retten. Oder sind die für jemand anderes? Theresa vielleicht. Der Junge sagte doch, sie sei in einer schlechten Verfassung gewesen. Ach Quatsch. Laut Obduktion war ihr Blut ja clean. Nicht mal eine Spur von einem Aspirin. Elia. Elia ist labil. Vielleicht hat sie den Mörder vom Garten aus nachts gesehen. Dort hat sie sich heimlich mit Theresa getroffen. Und jetzt soll sie medikamentös aus dem Verkehr gezogen werden. Chef, jetzt können Sie erst einmal einen Kaffee. Heute sehen Sie aus, als bräuchten Sie einen intravenös. Ich habe das Gefühl, irgendwas Wichtiges übersehen zu haben. Und ich weiß einfach nicht, was. Was genau ist in der Mordnacht passiert? Wir bewegen uns auf schwankendem Boden. Das ist es. Der Boden. Die Leiche hat einen ziemlich tiefen Abdruck im Boden hinterlassen. Es hatte doch 3 Wochen vorher keinen Tropfen geregnet. Erinnern Sie sich, Koch? Als Theresa stürzte, war das Gewitter in vollem Gang und der Boden aufgeweicht. Gabriel war aber vorher schon in die Werkstatt zurückgekommen. Und deswegen hat die Spurensicherung auch keine fremden Fußabdrücke gefunden. Ja. Er war es wirklich nicht. Nein! Ja. Was ist denn hier los? Beförderung oder so? Naja, hätte ich auch mal verdient. Hier, Ihre Haaranalyse in Rekordzeit. Und? Identisch. Bingo! Steht Ihnen aber gut. Kriegen wir jetzt meine Äbtissin? Schauen wir mal, sagte der Blinde. Tja, die Unschuld hat im Himmel einen Freund.
sagt der alte Wollersheim auch immer. Es tut uns leid, dass Sie zu Unrecht einsitzen mussten. Wissen Sie, ich hatte viel Zeit nachzudenken über alles, was passiert ist und auch über meine Schuld und Theresas Tod. Ja, hören Sie bloß auf, ich kann nicht mehr hören. Hallo, Schwester Susanna. Wir haben da noch ein paar Fragen. Aber meine Mitschwestern sind gerade bei der Gewissenserforschung. Na, umso besser. Wir möchten zuerst mit Schwester Maria Benigna sprechen. Es ist zu wenig, wir haben zu wenig. Der Rosenkranz allein beweist doch noch nicht den Mord. Was ist, wenn wir Maria Benigna nicht zum Reden bringen? Wir müssen versuchen, sie aus der Reserve zu locken. Vielleicht tut sie uns den Gefallen, versteckt sich in Widersprüchen. Gott sei mit Ihnen. Hallo, Schwester Maria Benigna. Guten Tag. Sie kümmern sich um die Krankenstation? Von dort aus kann man doch sehr gut den Glockenturm sehen. Wir möchten wissen, ob Sie in der Nacht, als Theresa starb, irgendetwas Auffälliges beobachtet haben. Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht dienen. Würden Sie das beeilen? Ich meine, richtig auf die Bibel schwören? In einem Prozess? Gegen wen? Ich werde immer bemüht sein, der Gerechtigkeit zu dienen. Schwester Maria Benigna. Wollen Sie leugnen, dass das Ihre Schrift ist? Warum sagen Sie uns nicht einfach, was passiert ist? Statt nachts herumzufackeln und heimlich Briefe zu schreiben. Warum machen Sie es meiner Mitschwester so schwer? Sie versucht nur, unsere Gemeinschaft zu schützen und niemanden zu belasten. Wir werden hier jeden Stein umdrehen, um die Wahrheit herauszufinden. Ist das jetzt ein Verhör? Das ist doch Ihr Rosenkranz, oder? Ich habe schon bemerkt, Frau Koch, dass Sie an meinen persönlichen Sachen waren. Dazu hatten Sie kein Recht. Hier ist Ihr Durchsuchungsbefehl. Zu spät. Der Zweck heiligt die Mittel. Mutter Letizia, wie kam Ihr Rosenkranz in die Dachrinne vom Glockenturm? Und wie kam er von dort wieder zurück in Ihren Schreibtisch? Haben Sie sich diese Mühe gemacht? Ist das wirklich Ihr Rosenkranz? Ich bin schuld an Theresas Sturz vom Turm. Wieso? Sie hatte mich mit der Schwangerschaft konfrontiert. Sie rannte auf den Turm. Ehrwürdige Mutter, bitte. Lassen Sie mich aussprechen. Vergeben Sie mir. Der Rosenkranz gehört nicht der ehrwürdigen Mutter. Sondern? Marianne. Marianne, wer ist das? Ich denke, ich weiß, wer das ist. Mutter Letizia, können wir in Ihr Arbeitszimmer gehen? Ja, selbstverständlich. Vergeben Sie mir. Aber ich kann nicht lügen. Ich bin nicht so mutig wie Sie. Vergeben Sie mir. Ist schon gut. Die kleine Marianne heißt Götz mit Nachnamen. Genau wie Sie. Die kleine Marianne, das ist Schwester Elia, stimmt's? Elia ist das Kind meiner verstorbenen Schwester. Paula hatte viele unglückliche Beziehungen. Von einer wurde sie ungewollt schwanger. Und ich habe sie so gedrängt, das Kind zu behalten. Sie hat es mit dem Leben bezahlt. Das Kind war lange Zeit im Krankenhaus. Später war es hospitalisiert. Niemand wollte es. Da gab es denn keinen Vater? Doch, aber der hat sich davon gemacht. Und ich wollte meine Ordenslaufbahn nicht abbrechen, um mich um Elia zu kümmern. Sie wuchs in Waisenhäusern auf. Verlassen. Eine verlorene Seele. Später stellten sich erste Anzeichen von Jugendschizophrenie ein. Vor einem Jahr hat sie sich an mich gewandt. Sie war sehr gläubig. Kraft meines Amtes habe ich ihre Aufnahme in den Orden vorgeschlagen.
Ich wollte mich um Elia kümmern und sie nicht wieder im Stich lassen wie nach ihrer Geburt. Und mit dem Psychopharmaka haben Sie sie selbst behandelt? Unser Hausarzt hat volles Vertrauen zu mir. Sie war so glücklich hier. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Was immer ihr das Leben an Härten abverlangt hat. Ihr Wesen besteht nur aus Liebe. Ich würde Elia holen. Hm. Glauben Sie mir, ich habe nicht gewusst, was passiert ist. Elia hat sich mir erst anvertraut, nachdem sie in der Kirche so furchtbar erschrocken war vor den jungen Männern. Warum hat Elia diesen Mord begangen? Sie hat Theresa doch geliebt. Es war kein Mord. Was dann? Diese Zettel habe ich in Elias Matratze gefunden. Ihre Kollegin hat mich drauf gebracht, danach zu suchen. Das ist Theresas Handschrift. Mein Tod wird die Morgendämmerung sein nach finsterer Nacht. Betet, dass er mich, Sünderin, erhört und meinem Leiden ein Ende macht. Ich sehne mich nach Erlösung durch seine Hand. Die beiden haben sich nachts getroffen und Theresa hat Elia die Zettel übergeben. Theresa hat sich den Tod gewünscht. Aber Elia hat es getan. Sie wollte nicht, dass Theresa Selbstmord begeht. Lieber hat sie die Schuld auf sich genommen. Mein Gott, ist dieser Glaube krank. Immer nur Schuld und Sühne. Warum will ein junges Mädchen sterben, nur weil sie schwanger ist? Ist das in seinem Sinne, ja? Bleibt in die Koffer. Glauben Sie, Sie hätten nichts mehr mit Schuld und Sühne zu tun? Glauben Sie wirklich, Sie dienen der Gerechtigkeit, wenn Sie Elia in eine Psychiatrie stecken? Vielleicht ist sie da besser aufgehoben. Herr Kommissar, bitte lassen Sie mir Elia hier. Tut mir leid, aber da kann ich nicht entscheiden. Ich möchte in Elias Leben etwas wieder gut machen. Macht es für Sie wirklich Sinn, wenn Sie dieses Kind hier wegnehmen, wo Sie doch nur in Einsamkeit hier betet und arbeitet? Sie ist für niemanden eine Gefahr. Aufgrund dieser Zettel kann das Gericht auf Tötung auf Verlangen erkennen. Und dann? Geschenk Gottes, genauso wie das Leben. Er kann als Freund kommen, ist eine Gnade. War er das für Theresa auch? Theresa ist eine Heilige. Für sie nehme ich die Hölle auf mich. Eine Locke. Schenkst du mir eine Locke? Ich will einen Rosenkranz daraus flechten. So schön wie der, den mir Mutter Letizia geschenkt hat bei meinem Mann. Was macht sie so traurig, Mutter? Das ist dein Abschied. Sie verhaften dich. Ich habe keine Angst. Mein Bräutigam ist bei mir. In jeder Zelle der Welt. Ich möchte dir so gerne etwas geben. Thank you.
Fleming, Kriminalpolizei. Können Sie uns mal sagen, was Sie da machen? Die Firma Fürst handelt in meinem Auftrag. Warum lassen Sie denn das Schloss austauschen? Ich denke, außer Ihnen hat angeblich niemand einen Schlüssel. Also da stecken dann die Schlüssel, ne? Danke, schicken Sie bitte die Rechnung. Ist gut. Schönen Tag noch. Oder ist noch was? Nein, nein. Ich teile Ihre Ansicht. Irgendwie muss der Mann ja hereingekommen sein. Und sicher ist sicher. Was erstaunt Sie? Sie selbst haben mir vorgeworfen, dass ich mich nicht genügend um die Sicherheit der Schwester bemühe. Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Nichts, was uns weiterbringt. Kann ich vielleicht den alten Schlüssel mal sehen? Den trage ich jetzt bei mir, seitdem ich Äbtissin bin. Und Ihre Vorgängerin? Mutter Quieta? Ich wüsste nicht, warum sie ihn hier herausgegeben haben sollte. Sagen Sie, ist hier irgendwann restauriert worden? Ja, das Chorgestell. Aber das ist mindestens 10 Jahre her, noch bevor ich mein Amt hier angetreten habe. Wissen Sie von wem? Ein Restaurator aus der Gegend, aber ich kann für Sie nachsehen. Und jetzt entschuldigen Sie mich, es hat bereits zu 6 gedeutet. Kann ich den behalten? Aber ja. Kommen Sie, Frau Koch. Wenn ich ihn nicht mehr brauche, bringe ich ihn wieder zurück. Erwarten Sie Niederschläge? Bitte? Ach so, ja, man kann ja nie wissen. Gott beschütze Sie, Herr Kommissar. Sagen Sie, war da ein Hauch von Ironie in Ihrer Stimme? Nein. Kopf hoch, Koch. So schlimm ist es hier gar nicht ohne euch Männer. Aber Sie werden ja nicht für immer da drin bleiben wollen? Für das Pudergold musste reichlich Bindemittel nehmen. So etwa 2:1. Ja, das hält sonst so schlecht. Auf der Lasur. Herr Wollersheim? Ich persönlich. Fleming, Kripo Düsseldorf. Womit kann ich dienen? Gabriel! Wollen Sie sich die etwa verjolten lassen? Hey Gabriel, was ist los? Wilfried ist doch heute dran. Ja, fahr schon ohne mich. Ich hab hier noch zu tun. Kennen Sie die Abtei Heiligblut? Und ab. Vor allem den Holzwurm in Kojestühl. Aber der hat durch mich sein Leben ausgeraubt. Sicher haben Sie davon gehört, dass da eine Nonne verunglückt ist. Ja, da soll ich so ganz mit rechten Dingen zugegangen sein. Wie kommen Sie darauf? Gerüchte sind die Rauffahne der Wahrheit. Außerdem über das Kloster wird seit jeher gern getratscht. So, und jetzt wollen Sie wissen, ob ich in dieser tragischen Nacht traf, die bei Bett gelegen habe. Ja. Glauben Sie mir, ich trachte nur Holzwürmer nach dem Leben. Da, wie wär's? Ach nee. Erst den Einsatz verpennen und dann kurz vor Dienstschluss hier anrauschen. Ihr Privatleben braucht wohl mal wieder Ihre ganze Energie, was? Was soll das denn? Meine Krankmeldung. Die Braut Christi war im 3. Monat schwanger. Was? So, jetzt schauen wir mal. Oh Mann, Frau Koch. Dieses blühende Leben sehen Sie aber auch nicht gerade aus. Eher leichenblass, würde der Experte sagen. Bringen wir es hinter uns. Ja, also, Schädelbruch, außerdem ein paar Innereien zerquetscht. Todesursache war der Genickbruch. Unter den Fingernägeln hat sie Blutpartikel, die nicht von ihr stammen, aber verdammt wenig. Eine genaue Analyse steht noch aus. An den Armen fleckige Hautrötungen. Das ist möglicherweise eine Allergie. Die Brennnessel wird sie ja nicht gefallen sein. In den Haaren Algenspuren. Algen? Mhm. Ach, übrigens nebenbei bemerkt, am Unterkleid ihres Abis fehlt ein Stück Stoff etwa so groß, Leinen. Und als einziger Hinweis auf einen Kampf sind die Blutspuren auf ihren Fingernägeln. Hallo, Postmann, wo bleiben Sie? Ist nicht nötig, feiern Sie mal schön. Gott mit Ihnen, Herr Kommissar. Guten Tag. Haben Sie Angst, dass ich beiße, oder warum bleiben Sie hinter Gittern? Das ist in einem klausurierten Orden so üblich. Mhm. Schwester Teresa war schwanger. Wussten Sie das? Wie kann das passiert sein? Eine unbefleckte Empfängnis würde es wohl nicht gewesen sein, oder? Ich wüsste nicht, wie jemals ein Mann
in unser Kloster gekommen sein soll. Vielleicht durch die Tür. An Pfortenschwester Susanna kommt nicht einmal der liebe Gott ungesehen vorbei. Es gibt doch sicher einen Beichtvater. Pater Dominikus? Der kommt als Vater nicht in Frage. Warum nicht? Er wäre nicht der Erste in seinem Amt. Mir scheint, Sie haben ein sehr persönliches Problem mit der Kirche. Aber da die Schwangerschaft von Schwester Teresa Ihre Selbstmordtheorie bestätigt, müsste der Fall doch für Sie abgeschlossen sein. Soweit ich weiß, ist es nicht strafbar, schwanger zu sein. Für die Polizei nicht. Aber meine Ermittlungen sind trotzdem noch nicht abgeschlossen. Blutpartikel unter den Fingernägeln der Toten lassen den Verdacht auf Fremdverschulden zu. Sie wollen sagen, Mord? Selbstverständlich wird das Kloster jede Aufklärung unterstützen. Es wird Ihnen auch nichts anderes übrig bleiben. Ein Kloster schließt... Ist immer verschlossen. Es gibt nur einen einzigen Schlüssel. Und den habe ich. Das ist der einzige. Keine Serienanfertigung. Was ist? Kommen Sie? Ja, sofort! Na, ganz allein? Ach so, ich vergaß. Er ist ja immer bei dir. Ich bin sein Geschöpf. So wie alles hier. Warum bist du eigentlich ins Kloster gegangen? Ich meine, so ein hübsches Mädchen wie du hätte doch bestimmt einen Mann gefunden. Sicher. Aber ich liebe Gott. So etwas fühlt man. Können Sie sich immer aussuchen, in wen Sie sich verlieben? Danke. Hör mal, was ist gestern Nacht passiert? Was hast du da am Teich gemacht? Hat das Theresa auch getan? Wenn ich den Atem anhalte, dann bete ich. Im Rhythmus meines Herzklopfens. Ich bewache mein Herz. Wovor hast du Angst? Es passiert dir doch nichts. Der Dämon. Es gibt keinen Dämon. Natürlich gibt es ihn. In der Abtei? Nein, dort nicht. Das Muster der Bodenfliesen verwirrt die Dämonen. Deshalb können sie uns nicht folgen. In der Nacht, als Theresa starb, hast du da auch den Dämon gesehen? War er da bei ihr? Hat sich Theresa dir anvertraut? Sie war eine... Unsere Sakristei. Und das ist Schwester Elisabeth, unsere Köchin. Schwester Anna, unsere Organistin. Vertraue auf die Hilfe des Herrn. Das ist Schwester Elia. Sie ist im ersten Jahr ihres Noviziats. Miriam Koch, hallo. Ich habe ihr das Leutenamt von Schwester Teresa übertragen. Und Theresas Tod ja richtig mitgenommen. Waren die beiden Freundinnen? Hier gibt es keine privaten Freundschaften. Sie sagen das so, als sei privat ein Schimpfwort. Die wahre Vereinigung mit Gott
Ist nicht möglich, wenn man sich Anhänglichkeiten an irgendein Geschöpf bewahrt oder an Gewohnheiten, Tätigkeiten. Unser Herz soll allein an Gott hängen. Hört sich ziemlich hart an. Bei mir als Novizenmeisterin sollen die Mädchen sich schließlich klar werden, ob sie berufen sind. Und Theresa? War sie berufen? Theresa war etwas Besonderes. In jeder Hinsicht vorbildlich. Selbstlos, gehorsam und demütig. War sie so etwas wie ihre Lieblingsschülerin? So etwas darf es bei uns nicht geben. Und sie war immer so vorbildlich? Nur einmal nicht. Sie hat darum gebeten, vom Leutenamt entbunden zu werden. Ich habe ihrem Wunsch aber nicht entsprochen. Und wann war das? Das ist schon eine Weile her. Im Mai. Könnte hinkommen. So spricht Jesus Christus, der Herr. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Amen. Versuch zu schlafen. Lieber Heinzi, seit der Trennung von dir... Das klingt so ekelhaft endgültig. Lieber Heinzi, ich habe noch mal über alles nachgedacht, was du gesagt hast. Und ich bin schuldig. Er ist ihm nach Hause, dann aufs Revier. Herr Kommissar, glauben Sie einem alten Mann? Er war es nicht. Er ist ein großer Junge. Ein Übermütiger manchmal, aber er hat ein sanftes Gemüt. Es spricht so verdammt viel gegen ihn. Er sagt, er war in der Mordnacht noch mal hier vor dem Gewitter. Können Sie das bezeugen? Ja, und alle meine Heiligen. Sehen Sie, wir haben Sie an diesem Nachmittag lasiert. Sie standen noch zum Trocknen draußen. Alle waren gegangen. Nur Gabriel, der ist hier geblieben. Aha. Es sah nach Regen aus. Dafür haben wir in der Werkstatt ein Bett stehen. Die Figuren, die wären doch alle hingewesen, wenn sie nach Regen gekommen wären. Wissen Sie, ich habe eine Lasur entwickelt. Eine ganz besonders haltbare. Die bindet am besten im Freien. Deswegen haben wir uns die Arbeit gemacht mit dem Raustragen. Allerdings, es dauert 8 Stunden, bis ausgeachtet ist. Und Sie haben gesehen, wie Gabriel die Figuren vor dem Gewitter reingeschafft hat? Ja, um 4 Uhr hat mich ein Höllendonner geweckt. Ich bin gleich zum Fenster wegen meiner Heiligen. Und da habe ich Gabriel gesehen, wie er die Figuren reingeschleppt hat. Ich habe gedacht, Mensch, Jung, beeil dich. Du bist verdammt spät dran. Ja, bei der Letzten, da kam der Regen. Und das mit den Heiligen, das würden Sie auch bezeugen? Das würden Sie ja die Heiligen selbst bezeugen. Na prima. Herr Kommissar, hilft ihm das? Vielleicht. Aber er hat nun mal kein Alibi zwischen 12 und 4. Die Unschuld hat im Himmel einen Freund. Schiller. Tja, aber der verschafft ihm kein Alibi hier auf Erden. Chef, für Sie mag der Fall ja geklärt sein. Für mich ist er das noch lange nicht. Ich glaube nämlich dem Jungen die Geschichte. Auch wenn er verdammt schlechte Karten hat. Er hat sie geliebt, Herrgott. Eine Frau spürt sowas. Theresa hat das auch gespürt. Warum hat sie nicht verpfiffen, sondern seine Tierchen gehütet wie einen kostbaren Schatz? Eine richtige Romanze, was? Spotten Sie nicht immer über alles. Ja, okay, ich weiß, was Sie denken. Wunschdenken. Dann halt ganz logisch. Er hat wirklich nicht gewusst, dass sie tot ist. Wenn er der Mörder wäre, dann wäre er nicht nach der Tat nochmals ins Kloster geschlichen. Ich gebe zu, was er sagt, passt. Zum Beispiel, dass er sich geschnitten hat. Erinnern Sie sich, aus dem Haarbett von Schwester Theresa fehlte ein Stück Stoff. Er war in der Mordnacht da, aber das hat er verschwiegen. Und er hat versucht zu fliehen, das spricht nicht gerade für ihn. Und ich sag Ihnen was, er war nicht der Einzige in jener Mordnacht dort oben auf dem Turm. Das ist nämlich der Rosenkranz, der in der Dachrinne lag.
Wem auch immer dieses Ding gehört, sie ist in jener Nacht auch dort oben. Wie schön, lieber Herr Kommissar, dass Sie für dieses Gespräch Zeit gefunden haben. Mutter Letizia hat mir als ihrem Vorgesetzten Weihbischof bereits den traurigen Vorfall geschildert. Tja, die Kirche weiß die Segnungen der Pressefreiheit zu würdigen, aber das hier... Die Kirche hat schon mehr überstanden. Seien Sie froh, dass nichts über die Schwangerschaft an die Presse geraten ist. Was können wir tun, um Ihre Ermittlungen zu unterstützen? Mich einfach nur meine Arbeit machen lassen. Ich bin sicher, dass sich die Todesumstände als ein bedauerlicher Unfall herausstellen werden. Ich verstehe, dass Sie das begrüßen würden. Aber wenn es Mord war, dann begrüßen die Schwestern doch sicher, dass ich den Mörder ihrer Mitschwester fasse. Nicht wahr, Mutter Letizia? Aber sicher. Gibt es nicht eine Möglichkeit, Ihr Interesse an einer raschen Aufklärung des Falls und unser Interesse nach Diskretion zu verbinden? Wenn zum Beispiel eine weibliche Beamte besuchsweise ins Kloster gehen und sich dort umsehen würde. Ich befürchte, dass das unser Klosterleben nur noch in größere Aufregung versetzen würde. Lieber die Schlagzeilen draußen als die Unruhe drin. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass über einen solchen Todesfall ein Kreuzzug gegen die Kirche angezettelt wird. Die Interessen eines einzelnen Klosters stehen in einem solchen Fall sicher hinter dem Interesse der Kirche zurück. Ich werde es dem Kapitel zur Abstimmung bringen. Ich möchte es nicht alleine entscheiden. Na, hervorragend. Ich habe da eine sehr geeignete junge Beamtin, ehemalige Klosterschülerin und sehr aufgeschlossen in Glaubensfragen. Fiat, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Die meisten von euch haben sich entschieden, eine Kriminalbeamtin in unserer Mitte aufzunehmen. Hey Koch, ich habe ein Abschiedsgeschenk für Sie. Schauen Sie mal. Bibelfest in 24 Stunden. Nach jeder richtigen Antwort tippen Sie ein Kreuzzeichen und schwupp geht's weiter. Ich glaube, dieser Kelch wird an mir vorübergehen. Es gibt neue Befunde aus dem Labor. Die können zwar noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das Blut unter Theresas Fingernägeln vom Kindsvater ist, aber eins steht fest, es ist männlich. Dann war sie also in der Mordnacht noch mit einem Mann zusammen. Ja, 100-1, dass der Kindsvater der Mörder ist. Und den finden wir nicht im Kloster. Also hat sich meine Mission erledigt. Das wird sich herausstellen. Sie fahren und damit basta. Sie können froh sein, dass Sie auf Staatskosten was für Ihr Seelenheil tun können. Sie hätten das viel nötiger. Aber Männer nehmen Sie nicht auf. Wahre Emanzen. Überhaupt, was tun Sie eigentlich? Ich knöpfe mal diesen Pater Dominikus vor. Düsseldorf. Hauptkommissar Flemming. Martin Buchenrott. Mhm. Wilfried Richter. Aha. Oliver Hötzl. Oliver. Gabriel Engelhardt. Hören Sie, Herr Kommissar. Wir haben uns schon mal gesehen. Ja? Ich weiß wirklich nicht, was Sie von uns wollen. Nur eine kleine Ortsbegehung. Ich habe da ein paar Fragen wegen der Innenausstattung. Hm? Wir warten besser, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Dann warten wir doch zusammen. Drin. Alle? Der Martin, der kennt sich hier eigentlich am besten aus. Alle. Kommen Sie. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi.
Die Nonnen waren ja nicht gerade begeistert von Ihrem Anblick. Also, ich höre. Ich weiß nicht, was das ganze Theater soll, Herr Kommissar. Was wollen Sie eigentlich von uns? Kennen Sie den? Kann sein. Soll Ihrem Gedächtnis der Schlosser ein bisschen auf die Sprünge helfen, der Herr Ertl? Ach, das war doch nur ein dummer Jungenstreich, damals, als ich als Lehrling hier war. Wir fanden das ganz abenteuerlich, einen Nachschlüssel zu haben. Die haben uns schon irgendwie fasziniert, die Nonnen. Aber benutzt haben wir den nicht ein einziges Mal. Ehrlich. Außerdem ist das doch mindestens 10 Jahre her. Wo befindet sich der Nachschlüssel jetzt? Keine Ahnung, der fliegt wahrscheinlich irgendwo in der Werkstatt rum in dem ganzen Chaos. Hören Sie mal, Sie wollen mir doch nicht was... Der Leib Christi. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Waren ja nicht gerade begeistert von Ihrem Anblick. Also, ich höre. Ich weiß nicht, was das ganze Theater soll, Herr Kommissar. Was wollen Sie eigentlich von uns? Kennen Sie den? Kann sein. Soll Ihrem Gedächtnis der Schlosser ein bisschen auf die Sprünge helfen, der Herr Ertl? Ach, das war doch nur ein dummer Jungenstreich, damals, als ich als Lehrling hier war. Wir fanden das ganz abenteuerlich, einen Nachschlüssel zu haben. Die haben uns schon irgendwie fasziniert, die Nonnen. Aber benutzt haben wir den nicht ein einziges Mal. Ehrlich. Außerdem ist das doch mindestens 10 Jahre her. Wo befindet sich der Nachschlüssel jetzt? Keine Ahnung, der fliegt wahrscheinlich irgendwo in der Werkstatt rum in dem ganzen Chaos. Hören Sie mal, Sie wollen mir doch nicht was wegen der toten Nonne anhängen. Ich war an dem Abend zu Hause. Fragen Sie meine Frau, ich... Haben Sie den Jungs von dem Nachschlüssel erzählt? Ja, kann schon sein, dass ich ein paar Storys aus meiner Lehrlingszeit erzählt habe. Sie kennen das doch, man gibt's ein bisschen an, was für ein toller Hecht man war. Wo wart ihr in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober? Das war die Nacht, wo das wahnsinnige Gewitter war. Jungs, ich kann auch anders. Vorladung, Hausdurchsuchung. Ich war mit Wilfried in der Disco, drüben in Wermelstal. Wie lange? Wir waren mit dem Moped da. Weil es so nach Gewitter aussah, haben wir beim Kumpel gepennt. Alex heißt er. Alexander Würst. Seine Eltern können das auch bezeugen. Und du? Warst du auch dabei? Nee, ich war in der Werkstatt, weil einer von uns muss ja immer da bleiben. Alleine? Ja, dann sollten wir beiden uns mal ein bisschen intensiver unterhalten. Komm, steig ein. Nicht Vater. Pater Dominikus? Der kommt als Vater nicht in Frage. Warum nicht? Er wäre nicht der Erste in seinem Amt. Mir scheint, Sie haben ein sehr persönliches Problem mit der Kirche. Aber da die Schwangerschaft von Schwester Teresa Ihre Selbstmordtheorie bestätigt, müsste der Fall doch für Sie abgeschlossen sein. Soweit ich weiß, ist es nicht strafbar, schwanger zu sein. Für die Polizei nicht. Aber meine Ermittlungen sind trotzdem noch nicht abgeschlossen. Blutpartikel unter den Fingernägeln der Toten lassen den Verdacht auf Fremdverschulden zu. Sie wollen sagen, Mord? Selbstverständlich wird das Kloster jede Aufklärung unterstützen. Es wird Ihnen auch nichts anderes übrig bleiben. Ein Kloster ist schließlich kein rechtsfreier Raum. Sie verwechseln uns mit einer Sekte. Ich muss Einsicht nehmen in Ihre Personalakten. Sowas gibt's doch sicher. Wenn Sie sie mir nicht freiwillig geben, lasse ich sie richterlich beschlagnahmen. Warum drohen Sie mir? Kein einziger Besuch für Theresa, das ganze Jahr über. Das ist nichts Ungewöhnliches. Besuche der Angehörigen finden nur in der
vor Weihnachtszeit statt. Ich dachte, Isolationshaft sei verboten. Herr Kommissar, warum können Sie nicht akzeptieren, dass wir hier aus freiem Willen zu leben? Gut, gut. Hatte sie denn Ausgang, vielleicht Arztbesuche? Nein. Krankheiten? Vielleicht Allergien? Theresa war ganz gesund. Aber schwanger im vierten Monat. Das konnte ja niemand wissen. Die hier war in Thereses Matratze versteckt. Ich weiß nicht, woher sie sie hatte. Es ist ja vielleicht bedeutungslos. Mhm. Nur, Herr Kommissar, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass eine von den Schwestern Theresa umgebracht hat? Nein, nein. Aber in meinem Beruf reicht Glauben eben nicht aus. Warum aber gebiert die Wahrheit Hass? Warum wird ein Mensch, der dir gehört und das Wahre verkündet, ihnen zum Feind? Wo man doch das selige Leben liebt und wo dieses nichts anderes ist als die Freude an der Wahrheit. Agnes Maria, unsere Sakristei. Und das ist Schwester Elisabeth, unsere Köchin. Schwester Anna, unsere Organistin. Vertraue auf die Hilfe des Herrn. Das ist Schwester Elia. Sie ist im ersten Jahr ihres Noviziats. Miriam Koch, hallo. Ich habe ihr das Leutenamt von Schwester Theresa übertragen. Elias von Theresa ist tot, ja richtig mitgenommen. Waren die beiden Freundinnen? Hier gibt es keine privaten Freundschaften. Sie sagen das so, als sei privat ein Schimpfwort. Die wahre Vereinigung mit Gott ist nicht möglich, wenn man sich Anhänglichkeiten an irgendein Geschöpf bewahrt oder an Gewohnheiten, Tätigkeiten. Unser Herz soll allein an Gott hängen. Hört sich ziemlich hart an. Bei mir als Novizenmeisterin sollen die Mädchen sich schließlich klar werden, ob sie berufen sind. Und Theresa? War sie berufen? Theresa war etwas Besonderes. In jeder Hinsicht vorbildlich. Selbstlos. Gehorsam. Und demütig. War sie so etwas wie ihre Lieblingsschülerin? So etwas darf es bei uns nicht geben. Und sie war immer so vorbildlich? Nur einmal nicht. Sie hat darum gebeten, vom Leutenamt entbunden zu werden. Ich habe ihrem Wunsch aber nicht entsprochen. Und wann war das? Das ist schon eine Weile her. Im Mai. Könnte hinkommen. So spricht Jesus Christus, der Herr. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn an den Armen fleckige Hautrötungen. Sie möglicherweise eine Allergie. Die Brennnessel wird sie ja nicht gefallen sein. An den Haaren Algenspuren. Algen? Mhm. Ach,
Übrigens nebenbei bemerkt, am Unterkleid ihres Abis fehlt ein Stück Stoff etwa so groß, Leinen. Und als einziger Hinweis auf einen Kampf sind die Blutspuren unter ihren Fingernägeln. Wo bleiben Sie? Ist nicht nötig. Feiern Sie mal schön. Gott mit Ihnen, Herr Kommissar. Guten Tag. Haben Sie Angst, dass ich beiße, oder warum bleiben Sie hinter Gittern? Das ist in einem klausurierten Orden so üblich. Mhm. Schwester Theresa war schwanger. Wussten Sie das? Wie kann das passiert sein? Eine unbefleckte Empfängnis würde es wohl nicht gewesen sein, oder? Ich wüsste nicht, wie jemals ein Mann in unser Kloster gekommen sein soll. Vielleicht durch die Tür? An Pfortenschwester Susanna kommt nicht einmal der liebe Gott ungesehen vorbei. Es gibt doch sicher einen Beichtvater. Pater Dominikus? Der kommt als Vater nicht in Frage. Warum nicht? Er wäre nicht der Erste in seinem Amt. Mir scheint, Sie haben ein sehr persönliches Problem mit der Kirche. Aber da die Schwangerschaft von Schwester Theresa Ihre Selbstmordtheorie bestätigt, müsste der Fall doch für Sie abgeschlossen sein. Soweit ich weiß, ist es nicht strafbar, schwanger zu sein. Für die Polizei nicht. Aber meine Ermittlungen sind trotzdem noch nicht abgeschlossen. Blutpartikel unter den Fingernägeln der Toten lassen den Verdacht auf Fremdverschulden zu. Sie wollen sagen, Mord? Selbstverständlich wird das Kloster jede Aufklärung unterstützen. Es wird Ihnen auch nichts anderes übrig bleiben. Ein Kloster ist schließlich kein rechtsfreier Raum. Sie verwechseln uns mit einer Sekte. Ich muss Einsicht nehmen in Ihre Personalakten. Sowas gibt's doch sicher. Wenn Sie sie mir nicht freiwillig geben, lasse ich sie richterlich beschlagnahmen. Warum drohen Sie mir? Kein einziger Besuch für Theresa, das ganze Jahr über. Das ist nichts Ungewöhnliches. Besuche der Angehörigen finden nur in der Vorweihnachtszeit statt. Ich dachte, die Isolationshaft sei verboten. Herr Kommissar, warum können Sie nicht akzeptieren, dass wir hier aus freiem Willen zu leben? Gut, gut. Hatte sie denn Ausgang, vielleicht Arztbesuche? Nein. Krankheiten? Vielleicht Allergien? Theresa war ganz gesund. Aber schwanger im vierten Monat. Das konnte ja niemand wissen. Die hier war in der Rede. Jetzt oben auf dem Glockenturm. Ich weiß es nicht. Sie läutet zum Morgengebet vor Sonnenaufgang, aber heute waren wir verwirrt. Sie hat nicht geläutet. Herr Doktor? Die genaue Todeszeit zu bestimmen ist schwer. Irgendwann zwischen 12 und 4, würde ich sagen. Durch den Regen ist die Leiche ungewöhnlich schnell ausgekühlt. Die Todesursache dagegen ist wohl klar Genickbruch. Aber genaues kann Ihnen die Pathologie sagen. Für den Totenschein brauche ich noch den bürgerlichen Namen der Toten. Sigrid Schwind. Was ist das denn? Kennen Sie das? Nein, habe ich nie gesehen. Irgendwelche Fußspuren? Nur ein paar Sandalenabdrücke. Sonst nichts. Mhm. Ja, zum Läuten musste sie ja gar nicht rauf. Was hast du da oben gemacht? Das weiß ich nicht. Haben Sie in letzter Zeit an Schwester Theresa irgendwas Außergewöhnliches bemerkt? Nein. Hatte sie Probleme, Depressionen? Na, Mutter. Wenn sie Sorgen hatte, so hat sie sich Gott im Gebet anvertraut. Wir leben ja in beständigem Schweigen. Wir suchen das Gespräch mit Gott, nicht mit den Menschen. Nur in den Rekreationszeiten, da reden wir manchmal miteinander. Manche Probleme lassen sich vielleicht nicht wegbeten. Würden wir nicht an die Kraft des Gebetes glauben, wären wir wohl kaum hier. Hatte Theresa eine Freundin, vielleicht eine Vertraute unter den Mitschwestern? Die heilige Theresa von Avila sagt, eine Seele, die nicht einsam ist, macht keine Fortschritte. So gesehen ist ein Kloster natürlich ein wahnsinnig fortschrittlicher Ort. Ja, da haben Sie recht.
Alles fest und sicher. Da fällt man nicht aus Versehen runter. Sie meinen, dass jemand sie hinuntergestoßen hat? Oder dass sie gesprungen ist? Niemals. Für einen gläubigen Christen ist Selbstmord eine Todsünde. Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen auszulöschen, auch nicht das eigene. Glauben Sie wirklich, dass Gott die Selbstmörder auch noch mit der Hölle bestraft? Gott verzeiht alles. Aber deswegen kann ich doch nicht alles für erlaubt halten. Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas. Hey. Ich kenne ja einige Gefängniszellen, aber die sind luxuriös im Vergleich. Wir leben freiwillig so. Morgen, Herr. Morgen. Kripo Düsseldorf, Hauptkommissar Fleming. Martin Buchenroth. Wilfried Richter. Aha. Oliver Hötzel. Oliver? Gabriel Engelhardt. Hören Sie, Herr Kommissar. Wir haben uns schon mal gesehen. Ja? Ich weiß wirklich nicht, was Sie von uns wollen. Nur eine kleine Ortsbegehung. Ich habe da ein paar Fragen wegen der Innenausstattung. Wir warten besser, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Dann warten wir doch zusammen, drin. Alle? Der Martin, der kennt sich hier eigentlich am besten aus. Alle. Kommen Sie. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib Christi. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Amen. Der Leib Christi. Waren ja nicht gerade begeistert von Ihrem Anblick. Also, ich höre... Ich weiß nicht, was das ganze Theater soll, Herr Kommissar. Was wollen Sie eigentlich von uns? Kennen Sie den? Kann sein. Soll Ihrem Gedächtnis der Schlosser ein bisschen auf die Sprünge helfen, der Herr Ertel? Ach, das war doch nur ein dummer Jungenstreich, damals, als ich als Lehrling hier war. Wir fanden das ganz abenteuerlich, einen Nachschlüssel zu haben. Die haben uns schon irgendwie fasziniert, die Nonnen. Aber benutzt haben wir den nicht ein einziges Mal. Ehrlich. Außerdem ist das doch mindestens 10 Jahre her. Wo befindet sich der Nachschlüssel jetzt? Keine Ahnung. Der fliegt wahrscheinlich irgendwo in der Werkstatt rum in dem ganzen Chaos. Hören Sie.
Den Glockenturm sieht man nur von hier, von der Krankenstation. Sie verschweigen mir etwas, oder? Ich soll Ihnen ausrichten, dass unsere ehrwürdige Mutter sich leider nicht persönlich von Ihnen verabschieden kann. Aha. Na, typisch. Er ist noch nicht da. Hier, wollen Sie auch einen? Keine Angst, keine Bestechung. Ich will ja raus und nicht rein. Vergelt's Gott. Meine liebe Frau Koch, Sie verlassen uns schon? Nicht mit den Menschen. Nur in den Rekreationszeiten, da reden wir manchmal miteinander. Manche Probleme lassen sich vielleicht nicht wegbeten. Würden wir nicht an die Kraft des Gebetes glauben, wären wir wohl kaum hier. Hatte Therese eine Freundin, vielleicht eine Vertraute unter den Mitschwestern? Die heilige Therese von Avila sagt, eine Seele, die nicht einsam ist, macht keine Fortschritte. Und so gesehen ist ein Kloster natürlich ein wahnsinnig fortschrittlicher Ort. Ja, da haben Sie recht. Alles fest und sicher. Da fällt man nicht aus Versehen runter. Sie meinen, dass jemand Sie hinuntergestoßen hat? Oder dass sie gesprungen ist? Niemals. Für einen gläubigen Christen ist Selbstmord eine Todsünde. Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines anderen auszulöschen, auch nicht das eigene. Glauben Sie wirklich, dass Gott die Selbstmörder auch noch mit der Hölle bestraft? Gott verzeiht alles. Aber deswegen kann ich doch nicht alles für erlaubt halten. Kommen Sie. Ich zeige Ihnen etwas. Hey. Ich kenne ja einige Gefängniszellen, aber die sind luxuriös im Vergleich. Wir leben freiwillig so. Was glauben Sie, fasziniert die Menschen an der Wüste? Mit dem Glauben ist es wie mit der Wüste. Man liefert sich hier aus und macht vielleicht eine große Erfahrung. Man kann auch verdursten. Hat sie nichts hinterlassen? Keinen Abschiedsbrief? Petrus im Kahn, dem die Fische entgegenspringen, als wollten sie gefangen werden. Ihr Glaube war so groß. Sie lebte das Leben wie keine andere. Sie hat sich nicht umgebracht. Ach, Grossmann, mein Glückwunsch zu 25 Jahren erfolgreicher Leichenstellerei. Herzlichen Dank. Stoßen Sie mit an, solange noch was da ist. Ja. Auf allzeit volle Kühlfächer. Aber ich bin noch im Dienst. Macht nichts. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie es mit der Nonne eilig haben. Sicher haben Sie als alter Kriminalfuchs den Braten schon gerochen, ha? Ja. Ach nee. Erst den Einsatz verpennen und dann kurz vor Dienstschluss hier anrauschen. Ihr Privatleben braucht wohl mal wieder Ihre ganze Energie, was? Dass kein Unbefugter unsere Abtei betreten kann. Und ich weiß, dass man von keiner Zelle aus den Turm überhaupt sieht. Ah ja? Mhm. Und was ist mit dieser dort? Das ist doch Ihre Zelle. Ich meine nicht die, ich meine die daneben. Da brannte gestern Nacht Licht. Das ist die Krankenstation und die ist leer. 10-1, dass der Mann durch die Kirche gekommen ist. Die Chorschranke wäre höchstens mit einer Bergsteigerausrüstung zu überwinden und die Tür innen
ist immer verschlossen. Es gibt nur einen einzigen Schlüssel. Und den habe ich. Das ist der einzige. Keine Serienanfertigung. Na, was ist? Kommen Sie? Ja, sofort! Na, ganz allein? Ach so, ich vergaß. Er ist ja immer bei dir. Ich bin sein Geschöpf. So wie alles hier. Warum bist du eigentlich ins Kloster gegangen? Ich meine, so ein hübsches Mädchen wie du hätte doch bestimmt einen Mann gefunden. Sicher. Aber ich liebe Gott. So etwas fühlt man. Können Sie sich immer aussuchen, in wen Sie sich verlieben? Danke. Hör mal. Was ist gestern Nacht passiert? Was hast du da am Teich gemacht? Hat das Theresa auch getan? Aber wenn ich den Atem anhalte, dann bete ich. Im Rhythmus meines Herzklopfens. Ich bewache mein Herz. Wovor hast du Angst? Es passiert dir doch nichts. Der Dämon. Die Gebot verstoßen, du sollst nicht lügen. Und sie doch hoffentlich auch nicht. Wo waren Sie in der Mordnacht zwischen 12 und 6? Ich war im Bett. Gibt's dafür Zeugen? Da ich im Zölibat lebe, wohl kaum. Schwester Theresa war schwanger. Dazu kann ich nichts sagen. Dachte ich mir, das Beichtgeheimnis. Sie hat doch bei Ihnen gebeichtet. Ja. Lieber Pater, Sie sind nun mal der einzige Mann, der mit den Nonnen in Berührung kommt. Daher muss ich Sie aufs Präsidium bitten zu einem Bluttest. Dann aber. Ich beerde hier jetzt Schwester Theresa. Glauben Sie im Ernst, ich laufe herum, schwängere Nonnen und schubse sie dann vom Glockenturm? Angst vor einem Skandal. Das ist das einzige Motiv, das ich mir vorstellen kann. Oder warum bringt man sonst so eine hübsche junge Nonne um? Wie soll ich das angestellt haben? Er geht an Camillis Nadelöhr als ein Mann unbemerkt in dieses Kloster. Ah, der Teufel kennt viele Listen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Agnes Maria, unsere Sakristei. Und das ist Schwester Elisabeth, unsere Köchin. Schwester Anna, unsere Organistin. Vertraue auf die Hilfe des Herrn. Das ist Schwester Elia. Sie ist im ersten Jahr ihres Noviziats. Miriam Koch, hallo. Ich habe ihr das Leutenamt von Schwester Theresa übertragen.
Elias von Theresas Tod ja richtig mitgenommen. Waren die beiden Freundinnen? Hier gibt es keine privaten Freundschaften. Sie sagen das so, als sei privat ein Schimpfwort. Die wahre Vereinigung mit Gott ist nicht möglich, wenn man sich Anhänglichkeiten an irgendein Geschöpf bewahrt oder an Gewohnheiten, Tätigkeiten. Unser Herz soll allein an Gott hängen. Hört sich ziemlich hart an. Bei mir als Novizenmeisterin sollen die Mädchen sich schließlich klar werden, ob sie berufen sind. Kommissar Fleming, das sind die Hand von der Spurensicherung, der Amtsarzt. Kommissar Fleming? Richtig. Haben Sie uns verständigt? Ja, ich bin Mutter Letizia, die Äbtissin. Und wer ist die Tote? Schwester Therese. Wer hat sie gefunden? Schwester Maria Benigna. Wann? Kurz nach 5. Haben Sie eine Erklärung für den Tod? Nein. Hören Sie, Schwester. Mutter Letizia. Mutter? Na gut. Mutter, ich bin zwar ein Freund von knappen Antworten, aber in Ihrem Fall darf es nur wirklich ein Häppchen mehr sein, sonst stehen wir heute Nacht noch hier. Ich bitte um Vergebung. Wir leben in Klausur und beständigem Schweigen. Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Nur Mut. Also, was wollte Mutter Theresa, Schwester Theresa nachts oben auf dem Glockenturm? Ich weiß es nicht. Steht nur so da und hat Angst, weil es war auch total dunkel. Und naja, dann hat sie mich erkannt. Und ich hab nur blöd rumgestottert und mich entschuldigt. Und ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie mir raushilft. Und sie hat mich einfach nur an die Hand genommen. Und ja, im Dunkeln, ohne ein Wort. Und ich gehe so neben ihr her und ich weiß auch nicht warum. Auf einmal habe ich sie geküsst und sie hat sich nicht gewehrt und ich habe weitergemacht und ich habe mir irgendwie in meinem Suff eingebildet, dass sie das Spaß macht. Alles klar. Und dann? Ich bin einfach nur abgehauen. Ich hatte ein verdammt schlechtes Gewissen und als ich wieder nüchtern war, da ist mir aber das mal klar geworden, was ich da angestellt habe. Muss ich jetzt in den Knast? Theresa hat dich nicht angezeigt wegen Vergewaltigung. Jetzt ist sie tot. Glauben Sie mir, ich habe sie nicht umgebracht. Ich habe mich nie wieder reingetraut. Nie wieder. Wenn du es nicht warst, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen wegen des Bluttests. Also los, ich habe noch was anderes zu tun. Darf ich das behalten? Nur weil... Sie hat mir was bedeutet. Es war was ganz Besonderes mit ihr.
Hier. Und halt dich zur Verfügung. Komm nicht auf die Idee zu fliehen, das wäre wie ein Geständnis. Kapiert? Des Weiteren meldest du dich täglich auf der Polizeiwache in Wermelstal. Die Kollegen kriegen Bescheid. Alles klar? Sagen Sie, haben Sie die Haare neu? Frau Skibowski, das steht Ihnen aber wirklich gut. Na, na, nur sülzen Sie mal nicht so rum. Sagen Sie lieber gleich, wenn Sie was brauchen. Labobefund von der Nonne. Stimmt's? Stimmt. Die weitergehenden Tests sind angesetzt. Das dauert nun mal, Fleming, das kennen Sie doch. Ja, aber ich muss wissen, ob die Blutpartikel unter den Fingernägeln zum Kindsvater gehören. Männlich allein, das reicht nun mal nicht. Sie sind ja schließlich nicht der Einzige. So eine Genanalyse, die braucht Zeit. Die hatten Sie doch. Ich? Ich habe ja nicht mal Zeit, zum Friseur zu gehen. Ilja? Ilja, bist du da?